Moin Moin aus dem Wunderland in Hamburg. Wir bauen zurzeit am Monaco-Abschnitt. Das soll das neue Highlight werden, wird 2021 eröffnet, nächstes Jahr schon. Und wir sind auch schon ganz gut auf dem Weg. Landschaft, Häuser, die sehen schon richtig gut aus, sind schon fast fertig. Wir arbeiten zurzeit noch an den Spezialautos und natürlich an den Formel-1-Autos, denn Monaco soll eine Formel-1-Strecke bekommen, das absolute Highlight des Abschnitts. Und wie wir so ein Formel-1-Auto bauen, das wollen wir uns heute mal angucken. Am Anfang steht natürlich die Recherche. Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, wie können wir das realisieren. Wir haben uns Zeichnungen angeguckt und Bilder gewälzt. Wir haben uns auch Modelle im größeren Maßstab besorgt und haben uns dann entschlossen, wir werden ein Basismodell machen und von diesem ausgehend dann die Besonderheiten bei den einzelnen unterschiedlichen Teams und bei den Modellen machen. Zum Beispiel sind die Nasen etwas unterschiedlich und der Kamm. Im großen Stil unterscheiden sich die Modelle nicht. Das geht da um ein paar Zentimeter, auch um den beim Einstellwinkel. Das sind 0,5 Grad plus minus. Das sieht man aber nicht mehr, wenn das Auto so groß ist. Außerdem geht es darum, die sollen Rennen fahren. Wir wollen ein realistisches Formel-1-Rennen darstellen. Die Autos werden überholen. Die werden auch mal gegen die Bande klatschen. Die werden kaputt gehen. Da müssen wir auch gucken, wenn wir mit Originalmaterialstärken rangehen. Ich sag mal, so ein Flügel hat ein Blech von vielleicht 5 mm. Wenn ich das durch 87 teile, dann kommt da irgendwas raus, was überhaupt nicht mehr druckbar ist. Ne? In Papierbreite vielleicht. Das heißt, wir werden da schummeln müssen. Wir werden Kompromisse eingehen müssen. Und wir werden uns herantasten müssen. Das heißt, wenn wir gleich loslegen und auf Basis dieser ganzen Zeichnungen und Erkenntnisse was schaffen wollen, dann werden wir irgendwo einen Kompromiss schaffen. Ich stelle euch ein, zwei Besonderheiten vor, und zwar besonders hier in diesem Bereich sieht man halt, dass es deutlich breiter als es im Vorbild ist, aber gerade mit dem Frontspoiler wird das Auto überall gegennageln und deswegen bringt es einfach nichts, wenn ich hier nur so ein klitzekleines Plättchen habe. Deswegen habe ich das von vornherein gleich größer gezogen, wie auch mit Sachen. Hier sind zum Beispiel diese Streben, sehen schon ziemlich cool aus. Die sind auch einigermaßen realistisch, allerdings habe ich zur Verstärkung das alles ein bisschen breiter gezeichnet und sogar noch ein, zwei Streben dazwischen gemogelt, damit, wenn auch das Rad einen Schlag abkriegt, nicht gleich alles auseinanderfällt. Und auch sonst insgesamt, man sieht das hier so ein bisschen, alles ein bisschen breiter gemogelt. Trotzdem denke ich, das nehme ich ja zum jetzigen Zeitpunkt nur an, wenn es gedruckt wird, wird es genau die richtige Größe haben, dass es nicht sofort abbricht, wenn man irgendwie gegenhustet. Ob das natürlich tatsächlich so ist, das wissen wir noch nicht. Und dieses Auto, so wie es jetzt hier abgebildet ist, gebe ich jetzt zum Druck. Wir haben ja aufgeschrieben, aus welchem Material das ist. Das ist nämlich Photopolymer X200. Das hat sich herausgestellt als einigermaßen biegbar, trotzdem stabil. Das ist durchsichtig und wenn alles gut läuft, dann werden wir in ungefähr einer Woche das, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen, in kleinen in den Fingern halten. Das Paket ist da. Wir machen jetzt ein kleines Unboxing-Video. Ich freue mich, bin total gespannt. Das ist das gute Stück. Das Rohmodell vom Formel-1-Flitzer. Also mir gefällt's. Man erkennt jetzt tatsächlich dadurch, dass es transparent ist, von der Form noch nicht so viel. Das wird gleich, wenn wir das erstmal grundiert haben, wird man das ein bisschen besser erkennen, weil im Moment scheinen halt alle Linien noch durch und man kann gar nicht so richtig erkennen, wo fängt das Modell an, wo hört das auf. Aber man kann auf jeden Fall schon sehen, dass es sehr schön detailtreu ist und sehr fein. Schon sitzen wir wieder vom Rechner, denn wir müssen noch die Aufkleber machen. Diese ganz filigranen Sachen sollen nachher natürlich auch am Modell kleben. Und ja, los geht's.
Das Praktische an den Aufklebern ist, dass die deckend sind. Das heißt, auch weiß kann man sehen auf dunklem Untergrund. Und das werden wir natürlich auch brauchen, denn der Red Bull Renner ist ja dunkel. Und wir brauchen, dass das Rot und das Weiß und so weiter deckend sind. Hier kommt jetzt erstmal eine Grundierung drauf, damit überhaupt irgendwas auf diesem Modell hält. Jetzt können wir zum ersten Mal einen Blick werfen auf die Feinheiten, die man jetzt halt sieht. Das Auto ist grundiert und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Es ist besser, als ich gedacht habe. Jetzt können wir anfangen mit dem Farbauftrag. Ich werde das mit einem Pinsel machen, damit ich besser an die hinteren Stellen rankomme. Wenn ich das spritzen würde, hätte man vorne riesen viel Farbe und hinten gar nichts. Und mit dem Pinsel kann ich das besser verteilen. Außerdem ist durch den 3D-Druck die Oberfläche noch relativ rau und durch die relativ dicke Farbe gleicht sich das nochmal aus und macht eine glattere Oberfläche. So, hier ist er jetzt schon mal fertig lackiert, der wandert jetzt ins Regal. 24 Stunden trocknet er und dann kommen Aufkleber drauf. Und dann bewegen wir uns auch schon mit großen Schritten auf die Fertigstellung zu. Den endgültigen Glanzgrad erreichen wir dann mit dem Klarlack, der dann über alles nochmal oben drauf kommt. Jetzt ist er fertig, der erste von erstmal 20 Formel 1 Autos. Später sollen dazu auch noch 24 Formel E Autos kommen und in den nächsten Saisons wollen wir auch immer die möglichst aktuellen Autos haben. Das heißt, da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu. Mich würde jetzt interessieren, wie er sich in der Anlage macht. Hier soll das Auto der Red Bull RB16 später mal seine Runden drehen. Bis dahin ist noch einiges an Arbeit zu leisten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier in dieser Kulisse später mal ziemlich gut macht. Den werden wir jetzt hier gleich bei Axel auf die Testanlage stellen und gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sah jetzt alles relativ leicht aus, ist auf ein paar Minuten zusammengeschnitten, hat aber in Wirklichkeit jetzt mehrere Wochen Arbeit gekostet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja demnächst dann in Hamburg. Ja,